Herzlich willkommen zum DIVOG-Panel Bridging Bubbles in der Ukraine. Jockel und ich werden es gemeinsam moderieren. Die Diskussion wird hier direkt im Panel passieren, deswegen gibt es anschließend keinen Breakout Room oder Extended Q&A. Wer also Fragen hat, bitte jetzt anfangen, in dem Pad, das im Fahrplan verlinkt ist, die Fragen zu sammeln. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu unseren Panelisten. Als erstes haben wir Manuel Artuk alias Honkhase. Viele haben ihn vielleicht eben in der Keynote gehört. Die Keynote war über Krieg in der Ukraine, Bomben statt Cyber. Honkhase ist seit 23 Jahren in der Informationssicherheit tätig und befasst sich mit den Themen Kritis, Hackback, Ethik und Katastrophenschutz. Willkommen, Honkhase. Als nächstes freue ich mich, Peter Welchering begrüßen zu können. Peter arbeitet seit 40 Jahren als Wissenschaftsjournalist für Radio, Fernsehen und Print, bevorzugt in der Schnittstelle Politik und Informationstechnik. Außerdem hat er mehrere Lehraufträge und hat selbst Philosophie studiert. Auch dir herzlich willkommen, Peter. Ja, André ist nicht nur der gute Geist von uns Heraldinen, sondern auch Datenschützer, politischer Journalist und selbsterlernter Querulant. Er hat in der Sowjetunion deren Zerfall erlebt und sich intensiv mit der dortigen Gesellschaft auseinandergesetzt. Willkommen, André. Angesichts der gegenwärtigen Situation wollen viele Menschen etwas tun, aktiv werden. Ich möchte Peter Welchering und anschließend die anderen bitten, ihre Perspektiven zu zeigen. So ganz allgemein wird das schwierig. Also was man tun kann, wenn man sich da engagieren will. Ich denke in jedem Fall durch so ganz einfache Sachen wie die Schneeflocke dafür sorgen, dass tatsächlich Kommunikationsmöglichkeiten aufrechterhalten werden. Also beispielsweise meine Kommunikation für meine journalistische Arbeit sowohl in die Ukraine als auch nach Russland läuft im Augenblick tatsächlich über Store-Netzwerk im Wesentlichen. Es gibt dann auch noch eine Videokonferenz für die weniger brisanten Fälle. Aber die Dinge, die wirklich wichtig sind, die laufen wirklich über Store-Netzwerk. Das ist schwieriger geworden, weil einige Carrier Verbindungen gekappt haben, weil natürlich auch die russischen Aufsichtsbehörden tätig geworden sind. Und umso wichtiger ist es, dass wir Alternativen dazu weiter auch technisch am Laufen halten. Das ist ganz, ganz wichtig, damit eben auch wirklich gegen diesen Krieg etwas gemacht werden kann. Denn über diesen Krieg zu informieren, ist ein ganz wichtiger Punkt, damit man auch gegen diesen Krieg was unternehmen kann. Ja, Honkhase, hast du vielleicht was dazu zu sagen? Ja, also was man auch jetzt ganz allgemein, was man da tun kann, beispielsweise hatten ja die Ukrainer aufgerufen, sozusagen offensiv und defensiv auch da irgendwie im Cyberraum aktiv zu werden. Da kann ich nur sagen, meine Empfehlung wäre dringend, auf gar keinen Fall offensiv zu agieren, weil man am Ende auch gegen die Bevölkerung agiert und im Extremfall halt die Bevölkerung in Russland irgendwie mit Ausfall kritischer Infrastruktur taktiert. Das wird Putin nicht interessieren, das wird seinen Angriffskrieg nicht relativieren. Insofern geht das in die falsche Richtung. Was tatsächlich hilft, ist für diejenigen, die es können, eben wirklich sichere, defensive Prüfungen zu machen der kritischen Infrastruktur in Ukraine, um diese gegenzusteuern und zu sagen, okay, welche Lücken habe ich gefunden und ich sage eben, wer kann das, weil ich prüfe nicht einfach mit brachialer Gewalt kritische Infrastrukturen, muss da feinfühlig dran und versuchen herauszufinden, welche Lücken da sind. Das kann man dann auch sauber dokumentieren an ukrainische ZERT reporten und sogar noch vielleicht als Sahnehäubchen obendrauf dann sagen, ich stehe als Ansprechpartner zur Verfügung, hier sind schon konkrete Maßnahmen, wenn ihr Rückfragen habt, ich berate euch. Das werden jetzt natürlich nicht viele sein, die das auf diesem hohen Niveau können. Für alle anderen kann ich dann eher den Tipp geben, bevor ihr da anfangt, irgendwelche offensiven Dinge zu tun und nicht zu wissen, was und wo erwischt wird. Oder im Extremfall, nehmen wir ein banales Beispiel, sieht aus wie eine russische Seite, hacken wir mal kaputt, machen wir irgendwie die ab. Das war in Wirklichkeit sogar eine deutsche kritische Infrastruktur und das war die russische Seite, die man einfach gesehen hat. Ja, gibt's ja auch so. Also insofern bitte da immer vorsichtig sein, diejenigen, die das nicht können, sind beispielsweise auch gut beraten, wenn sie einfach sagen,
ich kann recherchieren, ich kann suchen, ich kann mir Abgleiche geben, ich kann mich in Peering-Groups einbringen. Ja, dann mache ich da Aufklärung. Ich versuche, Fake News aufzudecken. Ich versuche, Leute anzuschreiben, die sagen, die irgendwie Fake News verbreitet haben und sagen, ah, du hast doch eine große Reichweite, du hast das irgendwie, guck mal, hier sind die Beweise, das ist falsch, nimm bitte diese Information zurück. So, oder mach eine Gegendarstellung. Damit kann man viel mehr auch gegen diesen Information Warfare und gegen diese Fake News und die Propagandamaschinerie steuern. Und im Zweifelsfalle, wenn das alles nicht hilft, ne, macht einfach Memes. Ernsthaft. Diese Memes haben diese Trecker-Memes, ne? Ukrainische Trecker, die alles abholen. So. Jeder hat darüber gelacht, aber denkt mal darüber nach, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet, Ukraine bleibt in Erinnerung. Das, was da passiert, bleibt in Erinnerung. Und die Welt schaut zu. Und das wird nach diesem Krieg alles aufgeräumt werden. Ja? Der Mann wird noch seine Antwort dafür kassieren. Aber solange die Welt zuschaut, können diese Kriegsverbrechen, die da teilweise passieren, und dieser Angriffskrieg auch schonungslos aufgeklärt werden. Deswegen, die Memes bringen einen zum Lachen, aber am Ende führen sie dazu, dass der Angriffskrieg im Kopf bleibt und auch in den entsprechenden Runden verteilt wird und man sich auch Gedanken macht, ob das alles läuft oder nicht, und man kommt ins Gespräch und bringt es auch einfach wieder ein. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja, danke, Honk Hase. Das ist ein guter Stichpunkt. Gerade haben Sie ja diesen Trecker auch beispielsweise vor das untergegangene Flaggschiff halt gestellt. Also hat jetzt schon sehr große Erfolge gehabt mit den Memes. André, hast du noch etwas zu ergänzen? Oh ja, es gibt natürlich daneben noch, also erstens mal stimme ich mit beiden, sowohl mit Honk als auch mit Peter überein, ja. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten. Es gibt eine unheimlich gut etablierte Zivilgesellschaft in der Ukraine. Das ist wahrscheinlich das, was die Ukraine heute am meisten von Russland unterscheidet. Die Russen waren auch immer gut in der Organisatia, aber die haben das immer privat gehalten und nicht im öffentlichen Raum. Da war so jeder für sich und Gott gegen alle. Und die Umkehr muss irgendwann zwischen Maidan und heute passiert sein. Ich weiß nicht genau wann, aber heute ist die Ukraine innerhalb der Ukraine selber enorm vernetzt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt erstmal versuchen zu spenden. Nicht selber Medikamente kaufen, nicht selber irgendwelchen Kramuri kaufen, sondern Kohle, schlicht und einfach Flints. Wenn es denn möglich ist, ich habe selber schon hier bei uns, bei meinen Kontakten beim Roten Kreuz angerufen, respektive bei den Maltesern. Die haben in Wiener Neustadt irgendwas hochgejagt auf ihn, fuhr der dort. Der Besitzer extra ins Lager hat dort Abbindekanülen dem kleinen Ukrainer gegeben, der vor der Tür stand. Ich habe es bezahlt, der zockelte ab damit und alle waren glücklich. Also solche Sachen kann man machen. Aber stimmt euch damit ab, es gibt Websites, auf denen durch die Leute aus dem Westen abgeholt werden. Die sprechen auch Englisch und nicht Ukrainisch. Ja? Ich muss dazu sagen, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Google Translate. Ich kann Bruchstich auf Russisch und ganz sicher nicht Ukrainisch und habe immer noch alles so weit hingekriegt. Geht suchen, ihr findet sie, ist relativ einfach. Das ist die erweiterte Möglichkeit, die man tun kann. Und dann natürlich ganz wichtig, die Russenbots abdrehen oder ihnen zumindest entgegen im Netz aufstehen und sagen, nein, das stimmt nicht. Im Netz sich wehren, sehr, sehr viele Eindrücke, die Leute hier haben. Die überwiegende Mehrheit von den Leuten da draußen hat keine Ahnung, wie es in Russland und der Ukraine ausschaut. Die waren dort nie. Ja? Die nehmen alles, was sie kriegen, im guten Glauben auf. Und da, so wie Honk gesagt hat, das kann man nie genug machen. Entgegentreten, korrigieren, immer wieder. Und das im Bewusstsein der Leute halten. Ja, der Typ wird sich seine Scheiße schon abholen, aber es wird noch ein langer Weg werden und wir müssen viel arbeiten dabei. Ja, danke. Das bringt mich ein bisschen was, oder der erste Teil würde ich gerne ein bisschen was mehr ausbreiten noch, nämlich die Frage, nicht wie können wir Russen oder Russland schaden, sondern wie können wir insbesondere mit zivilen Mitteln als Hackende vielleicht noch entweder der ukrainischen Bevölkerung oder in einer zweiten Frage auch der russischen Bevölkerung vielleicht helfen. Russland haben wir jetzt schon ein bisschen was mit Memes bringen oder
versuchen halt aufzuklären, ein bisschen was gesagt, aber die ukrainische Bevölkerung, können wir da noch mehr tun als wie jeder andere auch spenden oder können wir da als Community, als CCC da noch etwas tun? Können wir irgendwelche Strukturen bilden oder ähnliches? Genau, André, magst du da noch was mehr ausholen? Ich habe keinen Zugriff im Moment auf die russische Zivilgesellschaft und kann daher, es gab eine Zeit lang dieses, ja, man sollte sich wahllos ein Restaurant in Russland raussuchen mit einer Website und dort das hineinschreiben. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja? Nein, so das denke ich auch nicht. Ja? Ich denke mir, das läuft in Wirklichkeit alles über die Ukraine. Auch das, was nach Russland hineingemacht wird, läuft über die Ukraine. Erstens können die Jungs dort Russisch, im Gegensatz zu uns. Zweitens kennen sie sich aus mit dem System. Und drittens, ich weiß es nicht, was man sonst noch machen könnte. Was man auf keinen Fall machen soll, ist die Russen, die hier sind, anzudissen. Ja, das ist einfach außer daneben, nur daneben. Es kann der Feuervogel oder wie immer das russische Lokal heißt, nichts dafür, dass der Herr Putin mit Vulve geht. Das ist nicht deren Schuld. Und jeden anzufacken, nur weil er gerade Zyrillisch redet oder schreibt oder sonst etwas, ist einfach das Dümmste, was man machen kann. Also, im Gegenteil, ich kenne jede Menge Russen hier, die sich genieren im Moment, Russen zu sein. Denen sollte man helfen. Denen sollte man ein bisschen beistehen und sagen, du kannst nichts dafür. Oder lass uns doch irgendwie zusammenarbeiten. Hast du Freunde, Verwandte in Russland? Können wir was tun? Können wir eine russische Website aufstellen, solange sie blockiert wird? Irgendwas in der Art. Ja? Aber dieses zuerst handeln und dann nachdenken, ist das Dümmste, was man machen kann in der Situation. So akut fällt mir sonst nichts ein. Ein bisschen nachdenken, mal schauen, was die anderen sagen. Ja, vielleicht könnte man ja sogar den Gedanken ein bisschen weiter besprinnen und sich den Russen vielleicht zuwenden, die gerade aktuell aus Russland fliehen oder in Exil gegangen sind. Vielleicht, da sind ja auch sehr viele ITler dabei. Vielleicht gibt es da ja die Möglichkeiten, irgendwelche Connections zu machen. Ja, die sind alle nicht hier, die sind in der Türkei. Oder in Ägypten. Die sind jetzt alle da weg. Oder in Ägypten, weil sie dorthin kein Visum brauchen. Ja? Genau. Aber im Prinzip, wir sind ja vernetzt, wir sind ja international. Wird ja jemand finden, der türkisch kann? Ich denke schon, ja, da sollte man sich vernetzen. Entschuldigung, ja. Also ich kann minimal türkisch und ich bin zufällig in Ägypten. Ich mache das hier alles jetzt mal eben klar. Genau. Und mach das mal klar. Honk Hase, das wäre ganz, ganz sinnvoll, ja, glaube ich, wenn du auf Push to Talk gehen würdest oder sowas, weil deine Hintergrundgeräusche sind sehr, sehr laut. Okay. Das wäre ganz lieb. Ich habe jetzt immer das Mikro aus. Dann versuche ich jetzt kurz meine Punkte anzubringen und mache dann schnell. Danke. Ja. Erstmal, André, ganz wichtig, dass du diese Restaurantgeschichte erwähnt hast. Das war ein guter Gedanke, aber wie immer, ein guter Gedanke in einer schlechten Umsetzung ist halt schlecht. Ne? Der gute Gedanke war ja, die russische Bevölkerung darüber aufzuklären. Und das Schlechte war dann, dass Leute anfingen, da Hass irgendwie zu kommunizieren. Und das kommt natürlich nicht an bei Menschen, die jahrelang, jahrzehntelang in Russland unter dieser Propaganda gelebt haben. Ich war damals in der Sowjetunion lange Zeit vor Ort, habe aber auch Jahre, jetzt die letzten 23 Jahre oder mehr als 23 Jahre, auch in Russland, in Kasachstan, in Sibirien, in Ural, sonst wo, überall beraten und auditiert. Den Menschen geht es da dreckig. Ja, die haben Jahrzehnte irgendwie kein richtiges Leben mehr gehabt und werden auch Jahrzehnte kein richtiges Leben haben. Und die werden halt extrem manipuliert von diesem Mann. Ja. Und dann irgendwie in einer Restaurantbewertung zu lesen, hey, bringt alle um, ihr seid Verräter, seid ihr wahnsinnig. Das kommt ja nicht an. So, das heißt, die Leute, die Restaurantbewertung schreiben, wo sie eine Botschaft kommunizieren, im Idealfall versetzt man sich in die Lage des anderen und versucht dann, die Kommunikation zu machen. Das haben die meisten aber leider nicht gemacht. Das heißt, diese Opportunität ist leider ein bisschen, ins Falsche gegangen. Was man als Hacker durchaus machen kann, es gibt beispielsweise, es ist jetzt nur ein Beispiel, aber beispielsweise das Snowflake-Plugin, das man ja in den Browser laden kann, um zu sagen, über Snowflake kommt die russische Gesellschaft in die Chance, dass sie westliche Information, freie Information konsumieren kann und dann vielleicht auch wach wird. Nein, wir werden nicht ehrlich. Wir haben ein Auto so pro Russland in Berlin gehabt. Ja, klar, gibt's alles. Aber diese 300 stehen noch nicht repräsentativ für alle Russen in Deutschland, die da sind und sich, ja,
wie André sagt. Also insofern müssen wir da schon irgendwie nicht alle über einen Kamm scheren und sowas wie das Snowflacken. Ich meine, spricht ja nichts dagegen, das auf ein paar fett angebundenen Maschinen irgendwie nebenbei mitlaufen zu können, was Gutes zu tun. Ja? Surfen fürs Gute machen. Danke, Honkase. Ja, Peter, hast du vielleicht aus deinem aktuellen journalistischen Blick noch einen anderen Vorschlag? Also die Schneeflocke ganz, ganz wichtig, weil das scheint mir im Augenblick die bevorzugte Möglichkeit zu sein, damit wir überhaupt noch Kontakt halten können, kommunizieren können, auch zu Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen in Moskau natürlich, aber auch in anderen Städten. Ja, also wir sollten auch alles tun, André hat es ja angesprochen, damit tatsächlich diese Stimmung nicht kippt und einfach Russland jetzt so als der Schurkenstaat und alle Russen sind Schurken dargestellt sind. Ne? Ich habe die journalistischen Diskussionen, die haben mich ziemlich erschrocken, nachdem das BSI vor dem Einsatz von Kaspersky Software gewarnt hat. Diese Warnung an sich ist ja jetzt gar nicht so schlecht, nur sie betrifft eben nicht nur Kaspersky Software, sondern alle Antivirenprogramme. Ne? Und wenn sie das so gemacht hätten, wäre es ja auch okay gewesen. Das jetzt aber auf diese Weise zu verkürzen. Und was ich da mitbekommen habe im Kollegenkreis war, dass beispielsweise schon gegen ein Zitat von Kostin Rajo, einem Analysten von Kaspersky, Bedenken erhoben wurden, mein Gott, der Mann ist ja Russe. Können wir den wirklich auch noch dann etwa in Beiträgen zu Wort kommen lassen? Oder nach einer Sendung, wo ich ein Auto von ihm gebracht hatte, gab es gar nicht wenige Mails, wo mir dann Hörerinnen und Hörer gesagt haben, warum hast du denn diesen Kaspersky-Mann da in der Sendung was sagen lassen? Gibt es keine Unabhängigen? Dabei hat er Ahnung, ne? Ist genau in diesem Bereich gut, ist auch unabhängig. Und ich glaube, da müssen wir auch stark dafür werben, dass wir bitte hier eine differenzierte Sicht der Dinge auch beibehalten können. Und die übrigens aber auch in der Ukraine beibehalten. Weil die Medienszene, die es in der Ukraine gab, auch nach 2014, davor war es heftig, aber auch nach 2014, war natürlich auch in Teilen immer noch sehr stark von Oligarchen geprägt. Und da war eben auch nicht irgendwie das Paradies der Pressefreiheit oder so. Ne? Also da wirklich einen differenzierten Blick auf die jeweiligen Details weiterhin zu haben, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, die wir treffen sollten. Ja, ich glaube, es geht im Moment besonders darum, eine weitere Polarisierung zu vermeiden. Dass die Schere nicht weiter auseinandergeht. Also ich war, mein Lieben, ein einziges Mal in Russland vor 6 Jahren, war ich eine Woche in St. Petersburg und der erste, also ein Freund von mir war dabei, der fließend Russisch spricht und der hat uns in der Kneipe, in der wir waren, eingeführt und sagte, wir sprechen beide Englisch und der eine Mensch, der als erstes mit mir sprach, richtete folgende Worte an mich. Why do you hate Putin? Also er sagte nicht guten Tag oder sonst irgendwas, sondern er wollte sofort in medias res und so. Und das ist sehr verbreitet, hatte ich den Eindruck, dass mir als Deutschem, als Europäer, also ne, EU-Menschen mit diesem Vorurteil begegnet wird, dass wir alle Putin hassen und dass wir eigentlich sowieso die Bösen sind und so weiter. Also das schon als Voraussetzung mitzubringen. Und die Frage ist ja nicht, wie kriegen wir dazu, dass jetzt die Ukrainer gewinnen und Russland aufhört zu existieren oder irgendwie sowas, sondern es geht ja, glaube ich, darum, dass alle einen Schritt zurücktreten und wenigstens aufhören, sich zu hauen. Und das geht nur über Verständnis. Würde es vielleicht helfen, wenn jetzt nicht unbedingt die Hackenden, aber vielleicht Journalisten oder Menschen, die da Kontakt dahin haben, einfach auch versuchen, mehr aus Russland zu berichten, dass da vielleicht auch weitere Stimmen herauskommen als nur die offiziellen Stimmen. Ja, ich glaube, das ist zu kurz gegriffen. Also ja, es würde helfen, sicherlich anfänglich, wobei aus Russland zu berichten ist natürlich seit den neuen Mediengesetzen auch nicht mehr so einfach. Und da muss man auch ein paar Kompromisse, was die konkreten Formulierungen angeht, einfach machen. Ne? Das erfahren wir ja immer wieder. Aber ich glaube, das Kind ist schon viel früher in den Brunnen gefallen.
Also wir stellen so eine Tendenz, so eine Richtung im Journalismus fest. Und diese Richtung lief beispielsweise ziemlich einseitig, weil, wenn ich mich da noch zurückerinnere, etwa Wahlkampf 2012 in Moskau. Putin hat auf großen Straßenplakaten, auf Baustellenplakaten, in allen Medien, wann immer was zu sehen war, mit dem Vaterländischen Krieg geworben. Und hat versprochen, sozusagen, ich sag's mal jetzt ein bisschen salopp, ne, wird ihm nicht ganz gerecht, make Russia great again. Aber das war im Prinzip die Tendenz, die da war. Darüber haben wir in der Tendenz viel zu wenig bis gar nicht berichtet in Deutschland. Wir haben nach dem Maidan das, was da passiert ist, beispielsweise aus welchen Gebäuden, mit welchen Tätern auch auf die Menschenmasse auf dem Maidan geschossen wurde, nicht aufgeklärt und nicht berichtet. Wir haben 2014 aus Odessa als prorussische Aktivisten in einem Gewerkschaftshaus da waren, das angezündet wurde. Und da kamen viele Menschen ums Leben, weil sie verbrannten, weil sie aus dem Fenster sprangen, weil sie totgeschlagen wurden. Darüber haben wir auch nicht ordentlich berichtet. Also offensichtlich neigen wir ganz oft dazu, und das ist mir auch jetzt bei diesem Angriffskrieg in die Ukraine aufgefallen, dann immer sozusagen uns auf die eine Seite des einen Guten zu stellen und eben nicht mehr ausreichend differenziert zu berichten. Und da bin ich auch ein bisschen ratlos geworden. Da bin ich auch froh, dass ich im Sinkflug auf die Rente bin. Aber ich weiß nicht, wie man diese Situation da noch wieder beheben kann. Ich finde, da haben wir einfach sehr, sehr viel Vertrauen, auch was unsere Nutzer angeht, was die Bevölkerung angeht, verspiegelt. Und klar, jetzt könnte man den großen Appell sagen, berichtet wieder differenzierter und schaut genauer auf die Details. Ist bestimmt nicht schlecht, das zu tun, nur ob der was bewirken wird, da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ja, sehr schade, aber es stimmt, wir haben in sehr vielen Punkten sehr geschlafen, sind sehr spät dran gewesen und vieles davon rächt sich jetzt auch, und dass wir uns halt auch sehr stark immer als Deutschland auf die russische Seite geschlagen haben und die anderen Länder, sind dann nicht nur Ukraine, sondern auch andere Länder, übersehen haben, denke ich. Es ist insgesamt ein Schaden, der sehr, sehr schwer wiegt. Die Frage ist nur, haben wir Ideen, wie wir da vielleicht den Blick trotzdem irgendwie erweitern können und in beiden Ländern oder in allen Ländern die Menschen vielleicht was sehen können oder da irgendwie das Vertrauen wieder aufbauen können? André, du hast lange in Russland gelebt. Hättest du dazu eine Vorstellung? Ja, ich würde zumindest einen Punkt anbringen wollen. Okay. Du wolltest kurz sagen? Das okay, ganz kurz. Ja, klar. Wir müssen ja auch anerkennen, dass wir funktioniert. Ja. Die Leitung ist schlecht. Geht's? Okay. Wir müssen einen Punkt berücksichtigen. Peter hatte absolut recht, ich stimme ihm vollkommen zu. Was mich total ärgert, ist, ich hab letztens erst wieder diese Annalena Baerbock Stellungnahmen gesehen, die sie vor Jahren gegeben hat und absolut 100% richtig lagen. Und die ganzen alten weißen Männer drumherum, die in der Politik aber entschieden haben, haben einfach weggeguckt und haben so getan, als wäre das alles nicht wahr. Das halte ich, das ist genau das, was ich auch als Sachverständiger im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 gesehen habe. Alle 6 Sachverständigen erzählen Dinge, die irgendwie logisch hergeleitet und wirklich aus Expertise mühselig zusammengesucht wurden. Und die haben das mit einem Wisch so einmal weggeslidet und gesagt, who cares? Und das haben wir in so vielen Szenarien, auch in Naturkatastrophen, in der ganzen Klimawandel-Diskussion, in der ganzen Öl- und sonstigen Politik. Also wir müssen wirklich mal langsam dahin kommen, diese Ursachen zu eliminieren, weswegen wir über diese Auswirkungen reden. Und die Ursachen sind auch unter anderem auch die Sonne des Politik, die wir da betreiben, kann aber echt nicht wahr sein. Die Ahnung haben, werden nicht wahrgenommen. Die keine Ahnung haben, sind am Mikro und entscheiden Dinge. Und zwar eigenmächtig und nicht im Sinne eines Guten. So wie du sagtest, wir als Community wollen doch gerne gemeinsam. Ja, dann sollen wir verdammt nochmal auch als Community funktionieren und die sollen mal lernen, dieser Community zuzuhören, Wissenschaft
Wissenschaftler liefern Informationen, Expertinnen liefern Informationen, und dann sollen sie auf der Basis Politik machen und nicht im luftleeren Raum zum eigenen Profit oder was auch immer. Und das halte ich für eine ganz schlechte Ursache, die wir loswerden müssen, damit wir solche Probleme auch nicht mehr haben. Dann müsste Peter auch so ein Statement gar nicht mehr geben. Ja, danke. Ja, da schließe ich mich gleich an. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, der größte Feind dieser Entwicklung ist das Unwissen. Und ich sehe, wie wir von Russland nichts wissen und ich sehe, wie die Russen von uns nichts wissen. Dein schönes Beispiel, Jockel, was du erzählt hast, dass er dich so fliegend angegangen ist, das ist ein absoluter Klassiker. Wie der Putin das letzte Mal im Stadion aufgetreten ist mit dem dicken Wintermantel und dem Rolli, ja, hatten sich in den westlichen sozialen Medien die Leute darüber aufgeregt, dass es ein 14.000 Euro Mantel war von Schlag mich tot, Ginki, und ein 1.500 Euro irgendwas. Und schaut Russen, wie euch euer... Das ist völlig daneben, völlig falsch. Die Russen, für die Russen ist der Zar, oder in dem Fall Putin, die haben ja so ein von oben nach unten System. Das ist keine Demokratie dort. Der Zar ist der Oberste und repräsentiert alle. Schaut her, dass ich unser Mann leisten kann. Den dort anzugreifen, ist einfach sowas von daneben im russischen Selbstverständnis wie nur. Ja, kein Wunder, dass er dich fragt, why do you hate Putin, sonst würdest du so einen Schwachsinn nicht sagen. Dass das in unserem Sinn kein Schwachsinn ist, das wissen die Russen nicht. Und wir wissen, also da ist ein ganz großes Feld, wo man sehr, sehr, sehr viel arbeiten kann. In Wirklichkeit gibt es so keine Ad-hoc-Lösungen. Ja? Genauso wie wir das mit den alten weißen Cis-Männern nicht wegkriegen von einem Tag auf den anderen. Okay, Peter geht in die Rente, ich bin schon in der Rente. Honk, du hast noch ein Stückchen. Aber trotzdem, ja. Nein, jetzt ernsthaft, ohne Spaß. Das ist nicht von heute auf morgen der Prozess durchzuführen. Ja? Und mein Toxic Masculinity gibt es auch in der Ukraine jede Menge. Ja? Wenn ich mir meine Haushälterin, die kommt aus der Ukraine, die ist von einem Mann geschieden, wenn ich mir den anhöre, denke ich mir, der könnte auch in Moskau leben. Also so ist das auch wieder nicht. Kurzfristige, so mit Schlaglösung erledigt, nächster Punkt, wird es nicht geben. Ganz viele kleine Sachen, sich mehr interessieren, zuhören, versuchen Brücken zu bauen, kleine Communities. Was wir als Community machen könnten, ist uns mit Hacker-Communities in der Ukraine und über die Ukraine vielleicht in Russland zusammenzutun und mal da um ein Verständnis werben. Einmal eine gemeinschaftliche Veranstaltung zu machen. Einmal campen fahren in den Donbass mit Russen und Ukrainern gemeinsam. Im Moment gefährlich. Ja, vielleicht nicht im Moment. Aber ihr wisst, wo das hingeht. Ja? Ich sehe das ja hier an der Grenze. Ich habe meine Jugend in Tirol verbracht teilweise. Da waren die Italiener noch das böse Gespenst vom Dienst. Wenn du heute nach Tirol fährst, sind die, ja, da ist eine Grenze, ja, da fährst du durch. Ja, da, die Hüden in drüben in Euro gezahlt, Italienisch können alle und Rom ist weit weg, gut, so passt schon. Jetzt bin ich wieder in so einer Situation, ich lebe in Kärnten, an der Grenze zu Slowenien, der Partisanensteig ist 200 Meter hinter unserem Haus. Da ist die Grenze viel später aufgegangen. Ja, da sehe ich, ich werde noch immer angegangen in Kärnten. Ich bin eine Zeit lang mit einem kroatischen Kennzeichen hier rumgefahren. Da hättest du mal anhören sollen, was die Leute mir erzählt haben in Klagenfurt. Ja? Also, und das ist alles Westeuropa oder Mitteleuropa, da ist nichts Ukraine und nichts Putin. Ja? Also das ist viel zu tun und never let go, never relent, keep on pushing. Und vielleicht ganz zuletzt, seid ihr sicher, dass jeder von unseren Zuhörern weiß, was Schneeflocke ist? Vielleicht sollten wir das nochmal erklären, soll es drüber gehen. Peter, sag mal was. Ich würde nur gerne erstmal anknüpfen noch an den Gedanken, den du hattest. Wir können die Schneeflocke gleich immer noch erklären. Weil das ist auch eine Frage, die wir in der Panelbeschreibung haben. Es ist im Moment sehr schwer vorstellbar, aus der aktuellen Situation, wo die Aggressionen so extrem heftig in dem Krieg gerade sind. Aber wie können wir eventuell helfen, irgendwann einen Versöhnungsprozess anzustoßen? Und das Beispiel finde ich gut, was du gebracht hast mit Österreich und beziehungsweise Tirol und Ähnlichem. Wir haben eine ähnliche Sache mit Frankreich und Deutschland gehabt. Es waren ja bei Jahrhunderte sehr, sehr starke Feinde und mittlerweile sind das die engsten Partner, okay, vielleicht bis morgen, wenn die Nachwahlen kommen in Frankreich, aber
Sind das eigentlich die größten Partner in der EU und in anderen Zusammenhängen und eigentlich gar nicht mehr Feindschaft denkbar? Da ist viel im Kleinen, glaube ich, gelaufen. Wie können wir da vielleicht irgendwie was anstoßen, dass, wenn diese aktuelle drastische Situation vorbei ist und in irgendeiner Form ein bisschen was Ruhe eingekehrt ist, da vielleicht ein Versöhnungsprozess kommen könnte? Also ich glaube, wir müssen vorher anfangen. Wir müssen jetzt in dieser Situation darauf drängen, dass tatsächlich nicht nur Waffen als einzige Option gesehen werden. Das scheint im Augenblick die öffentliche Diskussion sehr stark zu dominieren. Sondern dass natürlich neben Verteidigung, Selbstverteidigung, genau diese Gesprächskanäle offen bleiben müssen. Und dass Verhandlungen stattfinden müssen. Und dass man Verhandlungen auch aktiv immer wieder anbieten muss. Und ich denke, wenn wir das auch in die deutsche Öffentlichkeit bekommen, dann wächst da auch der Druck, nicht nur in Deutschland, sondern auch gegenüber der NATO, für diese Verhandlungen wieder offener zu werden und hier wieder stärker aktiv zu werden. Im Augenblick, nach allem, was ich mitbekomme, gibt es niemanden im NATO-Hauptquartier, der noch an wirklichen Verhandlungen interessiert ist. Wobei dann natürlich die Frage wäre, inwieweit aktuell überhaupt Verhandlungen möglich sind. Ich bin da jetzt natürlich sehr, sehr weit weg, aber das, was man so mitbekommt, ist, dass es eher pro forma Verhandlungen aktuell gibt und von Russland nichts Wirkliches möglich ist. Aber ich bin da nicht so nah dran. Ja, das war auch gleich die veröffentlichte Meinung, die ich hier gelesen habe, als der österreichische Bundeskanzler da war, ne? Und was mir dann wiederum meine Kollegen aus Moskau berichteten, war, dass beispielsweise die Wahrnehmung dann in natürlich nur in Teilen der russischen Bevölkerung, da gibt es keine quantitativen Erhebungen, sondern das ist alles anekdotische Evidenz, muss man auch immer in Rechnung stellen, klar. Aber was die mitbekommen haben, war, da will noch jemand mit uns sprechen. Da werden nicht nur Waffen gegen uns geschickt, sondern da kommt noch jemand und ist an uns interessiert. Und das scheint ja schon mal anders zu sein. Macron hat ja auch jetzt mehrfach immer noch die Telefonate fortgeführt, die er machen konnte. Man sollte in dem Kontext vielleicht auch dazu sagen, dass man, okay, mit dem Oberindianer ist im Moment, glaube ich, wirklich nicht sehr toll reden. Ja, der ist nicht wirklich zugänglich, der verfolgt seine eigenen Ideen. Aber da gibt es ja mehr als ein Level. Man sollte vor allem die Kanäle, die kleineren, zwischendurch, die unteren, offen halten. Seine Freunde oder Bekannte, die man jetzt in Russland noch hat, nicht dissen, nicht sagen, nö, mit denen rede ich nicht mehr, weil Butscha oder was auch immer. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Mit dem Putin, ich habe nicht so den Eindruck, dass er wirklich wild drauf ist, mit irgendwem zu reden. Der will sein Ding durchziehen. Das sagt er ja schon seit 20 Jahren und jetzt macht er's. Honkase, wolltest du auch noch was dazu sagen? Sah gerade so aus. Ja, ich stimme den beiden absolut zu, ja. Es ist ultra wichtig, dass man die Kommunikation aufrechterhält, die Diplomatie aufrechterhält und selbst mit ihm und allen Ebenen darunter redet. Ja, weil man kann ihn auch nicht ausgrenzen. Funktioniert nicht. Nicht, dass er dann einlenken würde, aber man muss kommunizieren, man muss interagieren, man muss sich gemeinsam austauschen. Nicht zu kommunizieren ist auch eine Kommunikation. Und das ist genau das, was Peter sagt. Und das kommt auch an. Und das hilft auch nicht. Also insofern muss die Diplomatie aufrechterhalten werden und es muss permanent weitergequatscht werden und nicht nur Waffen dahin geschickt werden. Sonst werden wir einfach permanent Waffen schicken und irgendwie gar nichts mehr reden. Das kann nicht das Ziel sein. So. Naja, die Frage, die mich in dem Zusammenhang interessiert, ist, wann hört man auf zu reden? Also wann ist es mal genug? Zu, dass man jetzt also sagt, jetzt werden Zivilisten auf offener Straße erschossen und so lange wie das passiert, rede ich mit gar keinem mehr. Das ist eine Position, die ich verstehen kann. Aber es ist dennoch falsch. Es ist dennoch falsch, denn es gibt 180 Millionen Russen und nicht alle stehen in Butscha und knallen alte Leute nieder. Und wir werden die alle brauchen. Wir können Russland nicht annihilieren. Dann sind wir genauso beschissen wie die. Ja? Du kannst nicht 180 Millionen Russen einfach von der Landkarte wegrelegieren irgendwie. Und die müssen ja Land wieder aufbauen. Und wir werden jeden Einzelnen dort brauchen. Nein,
mit Russland aufhören zu reden, ist falsch. Auch wenn sie ganz böse sind im Moment. Ja? Keine Frage. Wir haben schon mit anderen bösen Typen gesprochen. Wenn es um irgendwie Erdöl ging oder irgendwas sonst was Wichtiges, Kobalt oder sonst irgendwie, braucht nicht glauben, dass die Zustände im Kongo um einen Deut besser sind. Bloß, das sind nur und wir sehen sie nicht und außerdem dort waren wir noch nie. Ja? Die haben auch keine Autos und kommen mit ihren Kindern nicht hierher und es gibt keine Bilder davon. Also, nee, stimmt nicht. Sorry, meine Emotion, aber das ist ein Schwachsinn. Nee, ich würde auch sagen, im Gegenteil, reden und deutlich machen, das geht so nicht. Und wir sind betroffen und wir müssen drüber reden. Und was dann tatsächlich die Waffenlieferungen angeht, also da würde ich mir wünschen, die Dinge auch mal zu Ende zu denken und tatsächlich dann auch mal auf die Experten zu hören, die sagen, was bringt denn nun wirklich ein beispielsweise in die Ukraine gelieferter Leopard ohne Ausbildung, ohne Wartungsmöglichkeiten? Und wenn wir dann tatsächlich davon sprechen, wir müssten dann eben auch Ausbildung vor Ort gewährleisten, Wartung vor Ort, dann müssen wir auch darüber sprechen, welches Signal senden wir dann an Russland und inwieweit eskalieren wir dann dieses Kriegsgeschehen? Ja. Und das ist mir in der Diskussion ein bisschen ungleichgewichtig geworden, ne? Stimme ich zu. Jacke, ich wollte noch einen Punkt ergänzen. Du hast gesagt, ab wann reden wir nicht mehr? Und, ich glaube, die Frage, also ich verstehe die Intention, aber eigentlich muss es genau umgekehrt sein. Wir müssen immer reden, selbst wenn wir Frieden haben. In Friedenszeiten müssen wir weiterreden. Wir müssen reden mit Autokratie, mit Demokratie, wir müssen mit den ganzen Wahnsinnigen reden. Wir müssen permanent im Diskurs bleiben. Wenn wir das nicht tun, dann legen wir ja schon die Saat dafür, dass der nächste GAU passiert. Ja? Also insofern ist die Frage nicht, wann brechen wir Gespräche ab, sondern verdammt nochmal, hört sie niemals auf. Ja? Wir müssen immer begleitend dabei bleiben. Wir dürfen niemals irgendwie aufhören. Das ist der falsche Weg. Ohne Kommunikation funktioniert einfach nichts. Wir werden vielleicht mit dem Gespräch nicht sofort was bewirken, aber so wie auch André sagte, 180 Millionen gibt es da und wir müssen den Diskurs mit denen allen führen und dafür sorgen, dass Dinge wieder eingedämmt werden und andere Dinge nicht passieren. Ich sehe den Punkt. Ich bin ja auch überhaupt nicht im Dissens. Es ist nur so, dass ich mich zum Beispiel im Moment intensiv mit einer großen Menge von 14-Jährigen auseinandersetze. Die sind nämlich alle in der 8. Klasse. Und da sagen mir 4, 5, ich will nach Kiew, ich will für die Ukraine kämpfen. Ja, und das, die transportieren nur das, was ihnen ihre Eltern reinreichen oder was sie aus den Medien poolen oder sowas. Und das ist halt eine Haltung, die auch gefördert wird von der Diskussion irgendwie Waffenlieferungen und so weiter und so weiter. Die Frage ist für mich, wie kommt man da dazwischen, dass man wenigstens hier so ein bisschen Vernunft im Diskurs hat, so dass man irgendwie nicht hier schon die entscheidenden Diskussionen führen muss, sondern dass man die Diskussion da führen kann, wo sie geführt werden müssen. Naja, da gibt es schon Möglichkeiten. Du musst nicht nach Kiew fahren. Es reicht, wenn du nach Polen fährst. Meine Schwester und ihre Tochter, meine kleine Nichte, die ist Tierärztin, die sind jetzt mit einem ganzen LKW voll Zeug hinaufgefahren und kümmern sich nur um Tiere. Also um die Pets, die Haustiere, die da mitgebracht werden oder die zurückgelassen werden, die an der Grenze zurückgelassen werden, whatever. Es gibt 100.000 Möglichkeiten. Es sind 5 Millionen Ukrainer auf der Flucht innerhalb der EU. Da gibt es Leute, denen geht es beschissen. Die brauchen Ansprache, die brauchen Reden, die wollen organisiert werden, die müssen eingekleidet, befüttert, was auch immer werden. 5 Millionen sind verdammt viel. Da gibt es genug zu tun. Ja? Du musst nicht in Deutschland rumsitzen. Ja, aber außerdem, was willst du in Kiew machen? Du bist kein Soldat, du bist nicht ausgebildet, du kannst die Sprache nicht, du überlebst keine 5 Minuten auf dem Schlachtfeld. Das ist völlig absurd. Ja? Tut mir leid. Das muss man ihnen so hart sagen. Ich denke, es ist sogar noch ein anderer Aspekt da, aus dem, was Jockel gerade eben gesagt hat. Putin betreibt eine Propaganda, die entmenschlicht. In Deutschland und auch Österreich hatten wir auch eine Phase, wo hier entsprechende Propaganda sehr stark gepusht worden ist. Vielleicht wäre es ja der Ansatz, und das dahin zu kommen, jeweils zu zeigen, nein, auf der anderen Seite sind weiterhin Menschen. Und ihr habt sie davor als Menschen gesehen, gerade zwischen Ukraine und Russland.
Vielleicht sollte man daraufhin zeigen, dass es weiterhin Menschen sind und dass es nicht alles Unmenschen und Monster oder Nazis oder wer auch immer sind. Ja, von Kase, du nickst gerade. Ja, wobei, ich muss dazu sagen, ich habe das gestern schon gesagt in der Diskussion, das Wort Nazi hat mit dem, was wir unter Nazi verstehen, nichts zu tun. Ja? Der große Vaterländische Krieg ist der Zweite Weltkrieg. Da hat der Stalin es verstanden, mit dem Appell an die Nation zu verteidigen, sich nochmal 20 Jahre zu retten, das ist nicht über die Sowjetunion. Und Nazi ist ein Schlüsselwort für böse Menschen, die der Sowjetunion was Böses wollen. Ja? Das hat mit Gesinnung oder tatsächlich nichts zu tun. Nur so kannst du einen jüdischen Präsidenten einen Nazi nennen. That's how you get away with that. Von Kassel. Ja, ich bin dabei, André, muss ganz schmunzeln, das ist genau der Punkt. Ne? Die haben krude Vorstellungen oder andere Definitionen und wir haben keine einheitliche Sprache, nie, irgendwo. Kulturen sind unterschiedlich, ja. Ich hab ja alle möglichen Kulturen kennengelernt weltweit, von den USA, von Kanada, von ganz Europa, von Israel ganz intensiv. Von den Russen. Ich war, ich weiß nicht, über ein Dutzend Mal in Kiew, wunderschöne Stadt, aber die Sichtweisen der Menschen sind so oft so unterschiedlich und es sagen dasselbe Wort, aber meinen was anderes. Und auch da müssen wir natürlich diese Diskussion aufrechterhalten, synchronisieren und immer wieder aufeinander adaptieren. Wovon reden wir eigentlich? Was wollen wir? Worum geht es uns? Und das kann man eben nicht nur mit dem einen an der Spitze oder mit seinen, weiß ich nicht wie vielen, in der ersten Ebene runter. Das müssen wir auch mit den 180 Millionen. Und das ist eben etwas, was viele gerne verdrängen. Natürlich gibt es bestimmt in Russland ganz, ganz viele, die da extrem verkehrt denken, weil sie halt indoktriniert wurden, sozusagen. Aber gucken wir mal nach Deutschland, für ganz Europa. In der Pandemie haben wir Querdenker kennengelernt und meine Scheiße, ne? Da fällt mir ja nichts mehr zu ein. Dann haben wir die ganze Impfdiskussion gehabt. Was waren da für Querulanten am Start? Also bevor wir da irgendwie sagen, oh, aber da gibt es nur ganz schlimme Leute, ey, guck mal in den Spiegel, guckt in die eigenen Länder. Wir haben ja auch noch ganz viel aufzuräumen und aufzuarbeiten. Aber auch da Fake News, Algorithmen, die einen auseinandertreiben, Emotionen, die irgendwie nicht mehr steuerbar sind. 2 Jahre Pandemie haben das Ganze nicht trivialer gemacht. Die Leute sind reihenweise in Depressionen gefallen, sind kaputt gegangen daran regelrecht. Ja, und diese Depri-Phasen sind doch nichts, was man mal eben wegsteckt. Wir sind soziale Menschen. Diese 2 Jahre haben echt alle massiv gelitten. Und dann kommt jetzt das noch on top zu einer Ahrtal-Katastrophe, also jedes Mal so Katastrophe plus eins. Wir haben N+1 Katastrophen, die gerade der Reihe nach aufeinander prügeln und sich aufeinander adaptieren. Das müssen wir ja erstmal auch alles verdauen. Aber nach diesen ganzen Katastrophen, wenn wir vor die Lage kommen und wieder Herr der Lage werden, Frau der Lage, dann können wir auch wieder die Diskussion in die Richtung treiben, was meinen wir eigentlich miteinander, wenn wir von diesem und jenem Wording reden? Wie können wir eigentlich gemeinsam miteinander auf dieser Welt leben? Und zwar im Idealfall, ich bin ja echt so ein Ideologist, völlig, völlig flockig. Aber ich hätte gern Frieden für alle. Gehen wir einfach alle mit den Ressourcen gemeinsam in Frieden und hören auf, diese Welt zugrunde zu richten mit Bomben und Waffen und angeblichem Cyberwar, der keiner ist, großer Griff ins Klo. Aber das ist das, was dann immer alle erzählen. Oh, Cyberwar, Cyberwar. Ich meine, da fliegen Bomben und Waffen und Raketen. Da werden Kalaschnikows gezückt und Leute gemeuchelt. Und ihr redet von Cyberwar, so völlig falsches Bild. Ja? Also auch da müssen wir wieder adaptieren und zurückkommen zu dem Miteinander, dass wir sagen, wovon reden wir, was ist eigentlich relevant und wie kriegen wir diesen Frieden miteinander eigentlich in der Tüte? Das ist alles nicht trivial mit diesen Kulturen, mit diesen unterschiedlichen Sichten, mit unterschiedlichen Sprachen und dem Verständnis. Aber hey, das ist die Challenge. Well, accept it. Lass mal loslegen. Ja? Ja, aber ich glaube, da müssen wir doch jetzt erstmal an die Teile der Zivilgesellschaft rangehen, die jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit plötzlich olivgrün geworden sind und eine Unterstützung von Kriegsgeschehen plötzlich auch öffentlich befürworten, die so auch nicht mehr vernünftig begründet werden kann. Also da müssen wir auch diesen internen Diskurs erstmal führen, glaube ich. Ja, da kommt zum Beispiel der Chef der Heinrich-Böll-Stiftung, der Grünen in Deutschland, der heute oder gestern auf Twitter fordert, dass man einen Präventivumschlag sich überlegen sollte, bevor der Herr Putin zum Atombömmchen greift.
Und da denke ich mir auch, Junge, 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 da kann man lang, hey. Übrigens, das mit dem, mit einem Wort, das verschiedene Meinungen, das können schon die Deutschen und wir gemeinsam. Da muss man gar nicht nach Russland gehen, ja. Oh ja. Sag einmal, Peter, wie, noch ein bisschen, erzähl noch ein bisschen von den Leuten, die jetzt so schnell grün geworden sind. Das ist sehr erstaunlich, wie das sich blitzartig geändert hat. Ja, ich nehme mit Diskussionen, also in Diskussionen mit Mitgliedern der Zivilgesellschaft wahr. Zunächst mal war ein großes Erschrecken über diesen Angriff am 24. Februar. Das kann ich nachvollziehen. Dann wurde gefragt, was können wir tun? Und dann gab es die Diskussion, die sich fortentwickelte von Verteidigung, reinen Verteidigungswaffen, wobei man ja auch tatsächlich hier immer diesen Dual Use in Betracht ziehen muss, hin zu Waffen, die gerade die Ukraine braucht, damit sie sich diesem Angriff widersetzen kann. Und da wurden dann diese Angriffsdiskussionen bis hin zum wir müssen tatsächlich dann auch Russland in diesem Krieg besiegen, plötzlich als Narrativ gesetzt. Und ich glaube, da müssen wir uns dann in der Zivilgesellschaft drüber verständigen, welche Narrative können wir denn hier überhaupt noch vernünftig begründen und welche nicht. Russland zu besiegen ist kein vernünftiges Narrativ. Oder über den Einsatz taktischer Atomwaffen zu reden, ist auch kein vernünftiges Narrativ. Natürlich müssen Militärs entsprechende strategische Planung machen und müssen diese Planung auch der Politik zur Verfügung stellen. Aber genauso wie wir jahrelang tatsächlich diese Einseitigkeit auch in der Diskussion hatten und nicht gesehen haben, dass es durchaus auch Russland kritische Ansichten nicht nur in der Ukraine, auch in anderen osteuropäischen Staaten gibt und dann eben auch dem Kreml sehr viel nachgesehen wurde, scheint jetzt das Pendel plötzlich in die ganz andere Richtung zu schwenken. Also ich bringe das für mich immer so gern auf den Punkt, 2012 habe ich Schläge bekommen, weil ich über Putins Wahlkampf, seine Aufrüstungsbemühungen und sein ständiges Zitieren des großen Vaterländischen Krieges berichtet habe. Heute kommen dieselben Schläge, teilweise von denselben Leuten, weil ich sage, achtet aber nach wie vor auch darauf, dass natürlich auch Russland Sicherheitsinteressen hat und die wahrnehmen muss. Und wenn es nicht mehr möglich ist, darüber zu reden, ich glaube, dann taumeln wir in so eine, ja, wirklich, würde ich fast schon klar zitieren, im Schlafwagen tatsächlich wieder in so einen Krieg. Ja, wobei natürlich in dem Fall auch andere Länder natürlich auch Sicherheitsinteressen haben. Russland hat auch neben anderen Ländern Sicherheitsinteressen und die müssen eigentlich wahrscheinlich alle bedacht werden, dass jetzt Schweden und Finnland auch sich umpositionieren, mag auch verständlich sein, auch wenn es genau die Situation in Russland verschärft. Ja, völlig d'accord, völlig d'accord. Nur, dass das Finnland sich da umgruppiert, ist auch nachvollziehbar. Aber wenn wir dann daraus machen, wir müssen jetzt sozusagen die Anti-Russland-Koalition einfach nur nach vorne bringen. Ich glaube, dann erliegen wir da wieder so einem einseitigen transatlantischen Denken, das sich gut tut. Vielleicht als Ergänzung dazu, was ich schön fände, das ist jetzt eher Metaebene, aber auch, ich meine, ne, Ursachen, Auswirkungen und so. Deutschland hat ja nun mal zweimal historisch ganz tief ins Klo gegriffen und deswegen nun mal eine Verteidigungsarmee, keine aktive Streitmacht oder so. Das bringt natürlich immer wieder die Spannungsdiskussionen, die man auch international erlebt oder auch in Deutschland, wenn man sagt, ja, wir können ja gar nicht angreifen, wir sind nicht kriegsfähig, was auch immer. Wir müssen uns verteidigen können. Ja, so. Das ist der Punkt. Und da sind wir auch wieder bei, wir müssen resilient sein, wir müssen uns verteidigen können. Wir müssen in der Lage sein, auf Augenhöhe zu sprechen. Das heißt aber nicht, dass wir Angriffskriege führen können müssen und dass wir vielleicht diese Botschaft auch in die Welt rausbringen und sagen, hey, liebe Leute, guck mal, wir machen gar nicht Angriffskriege. Wir sind extrem, naja, extrem gut würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sind extrem optimiert auf Verteidigung. Aber in der Verteidigung liegt ja auch eine Kraft. Und diese Kraft transportieren die anderen Länder und sagen, wir müssen ja nicht immer alles wegcybern, angreifen, wegbomben. Die Spirale kann ja nur wieder in mehr Atomwaffen und was auch immer irgendwie terminieren. Falscher Weg. Und ich glaube, da,
das sollte im Idealfall Deutschland eine ganz, ganz besondere Rolle haben, zu sagen, ey, wir haben es zweimal falsch gemacht und wir haben gelernt, guckt mal, so stellen wir uns auf und das müsst ihr auch tun. Es ist ja nicht so, dass wieder alle sofort sagen, juhu, die Deutschen sind weise und wir machen das mal. Aber wir haben diese Verantwortung und wir können es mit Beweisen, mit Jahrzehnten der Historie und können sagen, ey Leute, wir haben es doch so gemacht, was spricht dagegen, dass ihr das auch macht? Und wenn wir ein paar dazu motiviert kriegen, ein bisschen weniger offensiv zu agieren, haben wir vielleicht im Idealfall, ohne es jemals rauszufinden, Jahrzehnte Frieden gesichert, weil es einfach nicht eskaliert ist. Auch vielleicht eine schöne Ursache, die zu so einer Auswirkung führen könnte. Ich bin prinzipiell bei dir, nur Advocatus Diaboli, also im Moment ist ein Teil von Russland, ist Russland in einem Teil von Ukraine und hat da Gebiete eingenommen und potenziell werden dort sehr hässliche Dinge getan. Das wissen wir nicht ganz genau natürlich, bevor wir es gesehen haben. Aber Ukraine wäre jetzt in der Situation, dass sie potenziell diese Gebiete zurückerobern müsste, um eben hier was zu verhindern. Das ist dann natürlich ein Angriff auf diese Gebiete. Nein, 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 nein. Das ist eine Verteidigung. Ja? Sie sind ja angegriffen worden und sie verteidigen bis zu ihrer Grenze zurück. Das ist ja vollkommen legitim und in Ordnung. Das würde ja in Deutschland genauso funktionieren. Wenn jetzt Teile von Deutschland übernommen werden würden in dem Krieg, dürfen wir uns ja auch regulär verteidigen und diese Länderteile zurückerobern und wieder die Grenze sichern. Das ist kein Widerspruch. Und ich rede ja auch nicht von dem aktuellen Fall und ganz akut in einer Kriegssituation, sondern ich meine, in Friedenszeiten entscheidet sich, ob ein Krieg entsteht oder nicht. Und in Friedenszeiten müssen wir diese Botschaft transportieren, und zwar ganz vehement, damit man eben gar nicht erst in so ein Kriegsszenario kommt. Also präventive Maßnahmen, damit du nicht reaktiv agieren musst. Das war das, was ich meinte. Ja, okay, weil militärisch muss man natürlich dann auch die Angriffsfähigkeiten haben, um zurückerobern zu können. Das ist das, was ich halt meinte, wenn man sagt, man möchte militärisch so aufgestellt sein. Das ist wahrscheinlich nicht einseitig möglich. Ich bin da keine Expertin. Nein, natürlich, es kann keine reine Verteidigungswaffen geben und Ähnliches, ne? Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich eine Strategie als Verteidigungsstrategie aufsetze, dann kann es natürlich auch mal vorkommen, dass taktische Angriffe geführt werden müssen, wenn es wirklich zu einem militärischen Konflikt kommt. Nur da bitte ich dann auch zu bedenken, der Konflikt in der Ukraine ist ja jetzt nicht neu entstanden. Das ist ja nicht am 24. Februar losgegangen. Das haben wir seit mehr als 8 Jahren. Und da haben wir in diesen 8 Jahren im Wesentlichen probiert, diesen Konflikt einfach nicht zu sehen und ja konstant wegzuschauen. Da sind entsprechende Möglichkeiten, diesen Konflikt eben möglichst friedlich zu lösen, ganz friedlich wäre es wahrscheinlich auch nicht gegangen, ne? Möglichst friedlich zu lösen, einfach völlig vergeben worden. Und da müssen wir jetzt einen neuen Ansatz finden. Wobei auch da jetzt wieder Advocatus Diaboli, wir haben deutlich 8 Jahre Frieden gehabt. Nicht das überall. Sehen die Leute in der Ukraine anders, ne? Das sehen die Leute in Donetsk ganz anders. Sehe ich auch so, nur ich wollte es halt wieder ein bisschen was auf die Spitze treiben von dem, was Fonkase gesagt hat. Wir hier in Deutschland haben dann 8 Jahre Frieden gehabt. Wir hier in Deutschland haben seit 50, seit 60, seit 65 Jahre Frieden. Ja, also das war in der Geschichte seit Augustus nicht mehr da, was ich mich so erinnern kann. So, das ist unfair. Nein, es gibt nicht nur keine reinen Verteidigungswaffen, man muss natürlich auch den Ukrainern die Möglichkeit geben, Gebiete zurückzuerobern, sonst sind sie keine echte Bedrohung, sonst wird man sich es nicht überlegen, dort noch einmal hineinzumarschieren. Aber präventiv Atomschläge gegen Russland zu führen, bevor die zu Atomwaffen greifen, das ist einfach sichtlich das Falsche. Da gibt es irgendwo eine Grenze dazwischen, da muss man ausloten und ausdiskutieren. Auch die Waffendiskussion, es gibt genug Sachen, die wir den Ukrainern liefern können, wo sie sich einsetzen, damit wegfahren. Es gibt aus den alten Beständen der NVA, es gibt bei den Slowaken, es gibt bei den Polen jede Menge Zeug. Deutschland zögert nicht, weil die Leute mit den Marder nicht fahren können. Ja? Okay, bei euren Hightech-Panzern lasse ich mir das einreden. Panzer sind nicht das, was die Ukraine braucht. Die hat heute mehr Panzer, als sie vor 5 Jahren hatte. Ja, funktionierende, muss man auch dazu sagen. Die haben über 200 Panzer bei den Russen abgestaubt. Ich glaube, wird einfach vorgeschoben. Das wird vorgeschoben. In Deutschland sitzt noch mal ganz tief dieses einerseits aus den 30er Jahren, für die Linke, für alle Marxisten ist Moskau noch sozusagen das Mekka, the Guardian of the Faith, dass das Bullshit ist, spätestens seit Stalin,
wissen das wir. Wir wurden an Revisionisten geschimpft, 68, was ich so entsinnen kann und so. Da sitzt noch viel in den erstaunlich demokratischen Köpfen. Ja, aber, und mit Moskau kann man doch nicht, und da muss man schon, und euer Olaf kann das wunderbar, ja, dem kann man zuschauen beim Zögern. Ja, und dort müsstet ihr einsetzen und den Wert treten. Das ist innenpolitisch zu sehen und nicht auf der großen, weiten Weltbühne. Ja, und da müssen wir auch die innenpolitische Situation in Russland sehen. Ne? Also lass uns über Sanktionen reden, aber lass uns dann auch über Sanktionen reden, die eben auch jetzt dem Kreml und Putin wehtun. Und da haben wir gesehen, dass die Carrier, die westlichen Carrier, verschiedene autonome Netze abgehängt haben. Tut ihm weh, weil plötzlich ist er damit konfrontiert, dass jemand wie der Vorstandsvorsitzende von Conti, dieser Ransomware-Gruppe, der gute Herr Stern, ja, dass der sagt über seine FSB-Freunde, passt mal auf, Freunde, das geht so nicht. Unser gesamtes Ransomware-Geschäft kommt zu mir liegen. Wir verdienen kein Geld. Und das werden wir mit den paar Aufträgen, die ihr uns jetzt gibt, damit wir dann in der Ukraine mal dies und jenes machen, auch nicht ausgleichen können. Und ich glaube, das ist ein Ansatz. Das ist tatsächlich ein Ansatz, der müsste ausgebaut werden. Wenn ich jetzt aber bösartig über den diskutieren wir eigentlich gar nicht. Wenn ich jetzt bösartig bin, könnte man sagen, den Ansatz kann man weiterspinnen. Ja? Wenn wir tatsächlich ein Ölembargo haben, jetzt, und ein Gasembargo, dann müssen wir halt bei uns die Heizungen auf 19 Grad runterdrehen. Und dann müssen wir halt, da müssen auch die Deutschen mal 100 auf der Autobahn fahren oder 120. Gottes bewahren. Ja? Und das würde ihm wehtun. Das würde ihm die Kohle wegnehmen. Honkhausen, du schüttelst deinen Kopf. Du meinst, genau. Er hat doch genug Flins. Ja, ich schüttel nicht den Kopf. Ich bin bei dir bei dem Gedanken. Aber, da kommt jetzt wieder das große Aber, wenn wir die Heizung runterdrehen und auch langsamer fahren, werden wir damit nicht das Problem lösen, dass solch ein Embargo, nehmen wir jetzt nur das Gasembargo, nehmen wir nur, keine Ahnung, den Kritissektor Ernährung. Ja? Wenn du der Ernährungsbranche sagst, übrigens, Leute, wir haben jetzt einfach mal kein Gas mehr, macht mal weniger oder stellt mal kurz um. Die brauchen Monate, um umzurüsten von Gas auf irgendwas anderes und die ganze Produktion von Ernährung, Teigwaren, Milch, alles, was kaputt gehen kann, wird über Monate gestört sein. Wir werden Engpässe haben, wir werden ernsthafte Probleme haben. Wir werden anschließend feststellen, dass das aus der Sicht eine doofe Idee war. Das heißt, wir müssten dafür aber jetzt schon Lösungen aufbauen und sagen, okay, was müssen wir denn wo, wie drehen, damit wir das vorbereiten und damit der Schaden anschließend geringer wird. Jetzt sind wir wieder beim Thema Resilienz. Denn Resilienz bedeutet am Ende, dass du widerstandsfähig gegen solche Probleme bist. Das heißt, wir müssen diese Widerstandsfähigkeit aufbauen. Und dann können wir so einen Embargo durchziehen. Und dann tut es ihm auch richtig weh, und zwar ihm und nicht der Bevölkerung. Und da müssen wir doch eigentlich hin. Ich warte immer noch, dass sowas passiert für die kritische Infrastruktur. Und das ärgert mich am allermeisten, dass das bis jetzt nicht einmal diskutiert wird öffentlich. Die Diskussion findet nicht statt und es wird auch nicht gearbeitet dran. Sorry. Ich sehe sogar noch einen anderen Punkt, der in diesem Bereich Resilienz und gerade mit dem vorgeschlagenen Energieembargo dann wäre. Wenn jetzt dann hier tatsächlich Menschen etwas spüren würden, wirklich langsamer fahren müssten, womit ich jetzt kein Problem hätte, und vielleicht im Winter dann tatsächlich frieren müssten, was tatsächlich auch bei uns wieder die ärmeren Leute treffen würde. Es gibt ja jetzt schon Stimmen, die sehr identisch sind mit Stimmen, die auch schon im Vorfeld ein bisschen was spalterisch agiert haben und eventuell ein bisschen was kremlnah auch gewesen sind, die versuchen halt ein bisschen was aufzubrechen, dass wir hier halt helfen wollen, dass die Willkommenskultur vielleicht auch aufgebrochen wird oder ähnliches. Ich habe ein bisschen was Angst, dass wenn hier Dinge zu spüren sind, die Stimmung in Deutschland wieder kippen würde, wie sie vielleicht 2015 gekippt ist. Wie kann man da vielleicht ein bisschen was helfen? Ja, indem tatsächlich resiliente Strukturen aufgebaut werden, wie Honkhase das sagte, das geht nicht von heute auf morgen. Bis dahin brauchen wir tatsächlich auch Übergänge, Übergangslösungen. Und diese Übergangslösungen müssen wir vermitteln. Und dann müssen wir schauen, was können wir denn mit diesen Übergangslösungen trotzdem an Sanktionen auch noch sozusagen auf den Tisch legen. Und das Abhängen der autonomen Systeme ist für mich so eine Sanktion, die funktioniert. Und die sorgt auch für Druck auf den Kreml. Und deshalb muss bei uns kein Nahrungsmittel weniger produziert werden. Sondern da wirklich
auch wieder mit der Vernunft begabt hat, die uns ja eigentlich so zu eigen sein sollte, genau hinzugucken, was sind die Voraussetzungen für bestimmte Sanktionen, was sind dann die unmittelbaren Folgen für uns und unsere Resilienz und was können wir dann auch mit diesen Sanktionen sozusagen auf den Verhandlungsweg bringen. Und nach allem, was ich weiß, bin ich mir ziemlich sicher, also der große Keil, von dem ich höre, oder die große Unzufriedenheit, die auch innerhalb der zweiten und dritten Führungsebene des FSB in Moskau zurzeit da ist, die ist für den Kreml im Augenblick nach meinem Dafürhalten wirklich sehr gefährlich. Ja, das ist sicher die größte Gefahr, ja. Sehe ich auch so. André, ein Einwurf muss ich machen, der ist off-topic. Aus dem Pad. Du hast vorhin ein N-Wort verwendet. Ja. Wir haben, glaube ich, alle richtig verstanden, wie du das gemeint hast. Ich bin aus der Community auch schon angegangen worden, derzeit noch freundlich. Ich habe das N-Wort verwendet für Bewohner von Afrika. Das war bitte nicht meinerseits ein pejoratives Wort, sondern das so sehen, dass die Leute, die sagen, das interessiert uns nicht. Ja? Das sind ja bloß. Also ich entschuldige mich bitte, wenn das irgendwen irgendwas getriggert hat, war nicht so meine Absicht. Asche auf mein Haupt. Ich bin einfach ein alter weißer Cis-Mann und ich brauche noch ein bisschen. ich würde gerne noch weiter auf diese Resilienzstrukturen eingehen und schauen, was wir vielleicht als Community da aufbauen könnten, weil wir sind ja schon eine relativ schlagkräftige Community, ob man da noch irgendwas tun könnte oder ob wir da schon einfach so viel tun, wie wir tun können und einfach ins Leere hineinrufen. Nee, natürlich können wir das machen. Gerade was, um uns weniger erpressbar zu machen, was resiliente Strukturen im Bereich kritischer Infrastrukturen angeht, da können wir eine Menge aufbauen und da können wir auch eine Menge Druck ausüben. Nur eben bisher hat das nicht dazu geführt, dass wir beispielsweise in diesem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 etwa eben die berühmte, stark diskutierte Meldepflicht für Sicherheitslücken haben oder sowas. Da sind wir einfach immer unterhalb der Dinge geblieben, die nötig sind, damit wir resiliente Strukturen hinbekommen. Von Kassel? Du nickst? Ja, also es ist ja auch so, dass die kritischen Infrastrukturen jetzt nicht alle mit großen, coolen Augen auf den Bildschirm gucken und sagen, oh, was passiert denn da? Schauen wir mal, ob es morgen noch funktioniert. Ja, es gibt natürlich auch die jetzt überlegen, wie sie umrüsten, wohin sie umrüsten, was sie tun. Aber auch da, das sind ja alles Symptomatiken. Was würde man als Ursache angehen, damit es wirklich behoben wird? Die Ursache für sowas ist, warum verdammt nochmal sind erneuerbare Energien nicht total gefördert auf jedem, keine Ahnung, kritische Infrastruktur, Produktionsdach? Ja, warum kann man nicht Inselschaltungen bauen? Ich befasse mich ja sehr viel mit Vorsorge und mit Resilienz und mit Verfügbarkeit von, ne, dass du sozusagen dich selbst versorgen kannst. Und wirklich die paar wenigen, die sich das antun und sagen, ich möchte jetzt mein Haus inselgeschaltet autark betreiben können. Ich stelle mir also eine PV- oder Solaranlage ans Dach. Ich hole mir sogar Akkuspeicher in den Keller. Und da fängt schon an, Akkuspeicher zu kaufen und montieren zu lassen. Große Challenge. Ja. Ist mega teuer, aber allein das Kaufen und Montieren, schwierig. Dann noch eine Inselschaltung dran, das darf schon gefühlt nur noch 1% aller Elektriker Deutschland, das ist irre, und die sind halt echt ausgebucht. Und dann hast du irgendwie so eine mit Kinderkrankheiten versorgte Komponente. Ja, letztens noch mein Kumpel Jedi hat irgendwie erzählt, er hat einen Akku da gehabt und hat noch mehr Leistung dazu gekauft, weil es einfach zu wenig ist und musste ein Firmware-Update an den bestehenden Akkus machen, damit das synchron läuft. Alles klar, Firmware-Update eingespielt, alles aktiviert, neues Akku, kleinere Leistung, tut jetzt. Großes Akku von vorher, wollte ja nur aufadden sozusagen, tut's nicht mehr. So, er kann jetzt auch nicht debuggen, er kann nicht gucken, er kriegt seit Wochen keine Leute an den Start, die dann autorisiert prüfen dürfen. Wenn wir die Mangellage an den Tag legen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, warum das nicht funktioniert. Das ist nicht resilient, das ist marode. So, wir haben die Grundlage nicht geschaffen, ein solches autarkes Konstrukt als Resilienz aufbauen zu können, weil wir nicht die Leute haben, die Kompetenz haben, die Ausbildung haben und weil wir sowas nicht fördern. Stattdessen gehen wir hin und feuern irgendwie hunderte von Millionen Dollar oder Euros in irgendeinen Bitcoin-Schwachsinn oder in den Cyberwar und all so ein Gemüse.
da kriege ich Plack auf die Zähne. So. Statt sowas zu investieren und zu sagen, damit können wir uns langfristig vernünftig aufbauen und wirklich resilient werden. Und jeder, wie auch immer, wird gefördert, dass er das auch wirklich an seinem Haus macht, wenn man sich heutzutage noch ein Haus leisten kann. Also explodieren ja auch gerade erwartet. Aber Produktionshallen, es gibt so viele Möglichkeiten, dass man da Energie irgendwie erneuerbar nutzt oder auch Speicher aufbaut. Aber auch Speicher, ne? Man kann ja auch Forschung in die Speicherung investieren. Und wo ist die denn? Ich sehe nichts. Warum eigentlich? Auch das müsste doch schon seit Jahren klipp und klar sein. Also mir als Ahnungslosem, der jetzt nur in der Podiumsdiskussion redet und das nicht beruflich macht, mir ist das vollkommen logisch. Warum kapiere ich das und das kapieren die Großen da nicht, die entscheiden müssen? Weil sie andere Interessen haben. Dann müssen wir vielleicht auch gucken, dass wir deren Interessen mal langsam in diese Richtung holen, weil so langsam nervt mich, dass deren Interessen immer in ihre eigenen Taschen oder ihren eigenen Profit oder ihre eigene Homie-Gemeinschaft da irgendwie wandert. Das kann es doch nicht sein. Du weißt, Honk, das bringt keinen Shareholder-Value. Das nehmen wir nicht. Ja, und man muss sehen, wir haben mit einer gewissen Sorglosigkeit gelebt, die uns ja auch einen gewissen Komfort und eine Bequemlichkeit beschert hat. Und da wollen wir natürlich auch nicht raus. Nur das Problem, glaube ich, das wir jetzt sehen, ist, wir machen ja jetzt gerade die Diskussion daran fest, wir müssen nur den bösen Russen ans Reinhauen und mindestens die Ukraine wieder befreien und dann haben wir auch die anderen Probleme wieder gelöst. Nein, die anderen Probleme werden da bleiben, egal wie sich das in Osteuropa entwickelt. Und ja, sie werden sich verstärken, egal wie sich das in Osteuropa entwickelt. Nein, vorher war doch alles gut. Ja, den Klimawandel genau. Besiegen wir dann auch noch bei der Gelegenheit und das war's dann. Machen wir alles wieder. Ja, man kann ja mehrere Krisen eventuell auch zusammen halt. Vielleicht können wir dann auch gleich noch den Cyberwar umsetzen. Dann haben wir endlich auch mal Realität und am besten mit Blockchain und KI und dann ist es richtig cool. Oder so. Keine Ahnung. Aber ich habe schon recht. Also, genau, wir schnüren ein großes Paket und machen alles schick. Nein, die Sorglosigkeit ist genau das Problem. Ne? Wegen dieser ganzen Sorglosigkeit und dem ganzen Rumgeiern der Politik da oben haben wir genau die Probleme jetzt. Ne? Die Sorglosigkeit war eine der Ursachen, dass wir jetzt genau an diesem Punkt sind. Und da müssen wir weg von. Und nein, das ist nicht die Silver Bullet. Wir müssen, ich meine, es sind so hochkomplexe Systeme und Interaktionen, ja, dass wenn wir Sanktionen gegen Russland fahren, auch uns selbst und ganz Europa treffen, ja, und die Verbündeten. Das heißt, wir können gar nicht mehr sagen, wir haben jetzt einen Dissidenten, der autark irgendwie gedisst wird und irgendwie zurechtgewiesen und dann ist alles wieder schick. Das ist so ein krasses Geflecht miteinander, was man allein schon in den kritischen Infrastrukturen sieht, in den Abhängigkeiten in der Welt. Da kann ich nicht mehr im luftleeren Raum diskutieren, ja, wir wollen jetzt aber sagen, Aktionen treffen nur ihn und tun uns nicht weh. Die werden uns auch wehtun, müssen uns sogar wehtun, weil nur dann tun sie ihm auch wirklich weh. Das alles auseinanderzuflechten, ist nicht mehr möglich. Dafür ist die Welt, der Welthandel, die ganze Vernetzung viel zu verstrickt und ineinander verwoben. Da kann keiner mehr die Abhängigkeiten auseinanderdröseln und sagen, oh, die Risikolage sieht so aus, da kriegen wir schon hin, alles easy, wir machen das mal. Da stecken schwarze Löcher als Geheimnis drin, die in einem GAU auslösen können, weil man es einfach nicht mehr überblicken kann. Es wäre vermessen, das zu machen. Gut, da könnte man natürlich jetzt auch überlegen, ob man versucht, Transparenzentwicklungen, gerade was finanzielle Ströme anbelangt, vielleicht ein bisschen was aufzubauen. Da ist ja auch viel geschlafen und von einigen Interessenten sehr auch behindert worden. Andererseits ist da immer auch im Vorwurf, dass es ja den kleinen Mann dann eben auch treffen würde. Ich meine, es ist doch letztendlich das Interesse der immer größer gewachsenen Akkumulationen von Kapital und so weiter, dass gerade Transparenz verhindert wird, die ja im Grunde genau diese Gaps schafft. Also ich erlebe das gerade halt selber, hier wird modernisiert und jetzt sind mir gerade Fenster eingebaut worden, Fenstereinbau und Putz wieder hinmachen und all dies. 5 verschiedene Gewerke. Die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut. Und wenn einer jetzt was macht, was dem anderen nicht in Kram passt, dann steht erstmal alles still. Und irgendjemand ist verantwortlich, aber der ist gerade nicht greifbar und so weiter. Also das ist dieses System von dieser Matrioschka, wo die eine in der anderen steckt und irgendwie kriegst du das Ding nicht zu.
wird anscheinend noch eine Kommission und dann ist das Ganze endgültig im Brunnen. Ja, vielleicht noch zu deinem ersten Punkt, eine Ergänzung wegen der Macht, ne? Oder auch die Geldströme. Macht führt eigentlich immer, wirklich immer dazu, dass sie missbraucht wird. Dass sie in einer Form missbraucht wird, dass man in die eigene Tasche wirtschaftet, dass man irgendwie Herr oder Frau Kontrolle, Lage über Menschen oder ein Gebiet machen will. Und Macht führt zu Gier, nämlich der Gier nach noch mehr Macht, und das kann man meist gut mit Geld koppeln. Und Macht ist am Ende immer missbräuchlich, denn wir haben ja vorhin schon gesagt, wir haben noch nicht mal eine gemeinsame Sprache. Das heißt, wenn ich sage, ich werde meine Macht nicht missbrauchen, ich mache dieses und jenes, sagen andere vielleicht, ich werde aber damit missbraucht. Und im guten Sinne habe ich vielleicht was getan, aber tatsächlich was davon missbraucht. Das heißt, am Ende ist Macht immer ein ganz schwieriges Thema. Diese Transparenz wäre natürlich hilfreich, diese Machtstrukturen aufzubrechen, die aktuell existieren. Und mit einem transparenten Machtgefüge, soweit wie man es transparent macht, gewisse Dinge kann man natürlich nicht ganz transparent machen, aber soweit wie man es machen kann, würde man mit einer solchen Transparenz durchaus eine Art Selbstkorrektur auch hinkriegen, statt dass sich die Macht immer mehr konzentriert auf Leute, die sie auch sogar gezielt und mit Vorsatz missbrauchen wollen. Ja? Wenn wir uns Trump angucken, mein Gott, ey, also ich will auch nicht wissen, was passiert wäre, wenn der jetzt an der Macht ist. Himmel hilft. So, das wäre ein Machtgefüge ekelhaftester Sorte. Aber auch da, ne, wie kriegen wir diesen Machtmissbrauch, diese Machtpotenzial transparent und umgangen oder aufgelöst, bevor es sich zu, dann muss man eine Kommission gründen. Nee, danke. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt doch mal den Bogen wieder ein bisschen was in Richtung Ukraine ziehen wollen schauen, ob wir noch in irgendeiner Form der Zivilbevölkerung in der Ukraine selbst irgendwie helfen können, ob wir da noch etwas haben, was weniger systemkritisch ist, sondern mehr konkret ist da vielleicht noch irgendwie ansetzen kann. Peter, du nickst schon. Ja, also da gebe ich André recht. Hilfsmittel, Hilfsgüter, die benötigt werden, die werden nach wie vor benötigt. Dann tatsächlich die Leute, die geflohen sind, aufzunehmen, willkommen zu heißen, zu versorgen, auch für längere Zeit hier einzugliedern, weil das ist alles nicht in einem halben Jahr weg, wie im Augenblick ja so häufig argumentiert wird. Und meine Bitte wäre, das auch nicht auf die Ukraine zu beschränken, sondern diese Hilfsmöglichkeiten, vor allen Dingen was die Kommunikation, was Informationsangebote angeht, auch an die Menschen in Russland immer mit zu bedenken. Vielleicht sollten wir in den letzten 10 Minuten nochmal auf Snowflake eingehen. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Genau, das. Ja, dann. Wer mag vorpreschen? Ich presche mal vor. Tor-Netzwerk ist ein. Ist ein Anonymisierungsnetzwerk, das extra geschaffen wurde, damit in totalitären Staaten und in unangenehmen Situationen Leute kommunizieren können, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Erstaunlicherweise durch die ARPANET finanziert mehrheitlich, bekommt ihre Kohle auch von den USA, ist aber dennoch ein Tool of Freedom. Die leben aber davon, das brauchen wir jetzt technisch hier nicht ausführen, dass es viele, viele, viele kleine Relaisstationen all over the world gibt, wo das hin und her geschickt wird, damit man dann nicht von außen gleich erkennt, wo es herkommt. Und diese Relaisstationen werden immer wieder angegriffen, weil die anderen sind ja auch nicht doof. Und mit Snowflake, das ist eine kleine Extension, die lässt in deinem Browser laufen. Ich glaube, es muss entweder ein Firefox oder irgendein Firefox-Derivat sein, bin ich ganz sicher. Steht aber auch in Wikipedia genauso drin, kann man nachgucken. Und das lässt er einfach laufen als Extension. Das frisst kein Brot, tut nicht weh, kostet dich nichts. Und ich habe es laufen hier und so jeden Tag sehe ich zwischen 10 und 20 Leute, die durch meine kleine Schneeflocke plötzlich irgendwie ihre Kommunikation machen konnten, ohne dass ihnen irgendjemand über die Schulter geguckt hat. Habe ich was falsch gesagt? Nein, unterstütze ich voll und ganz. Internet-Relay-Chats über Tor sind wirklich im Augenblick für mich die einzige Möglichkeit,
mit Kolleginnen und Kollegen in Russland noch Kontakt zu halten, von denen Informationen zu bekommen. Und das muss man auch sehen, es gibt auch in Russland noch immer eine Zivilgesellschaft, die beispielsweise uns Journalisten hier mit Videos, mit Bildern, mit beispielsweise auch weiteren Dokumenten versorgt, damit wir beispielsweise solche Dinge wie in Butscha, solche Dinge wie etwa direkt am Angriffstag, am 24. Februar passiert sind, damit wir die tatsächlich aufklären können und damit wir auch saubere, etwa quellenanalytische und bildforensische Indizien liefern können. Und die arbeiten natürlich, muss man sagen, also das, was die machen, das machen die unter einem ganz, ganz hohen Risiko. Weil ja, natürlich findet der Kreml, findet der FSB das nicht gut, wenn plötzlich jemand etwa, der in seiner Dienststelle beispielsweise in einer Militärbehörde ein Video bekommt oder einen Funkspruch und den natürlich in den Westen weiterschickt, weil er sagt, da muss aufgeklärt werden. Es sind nicht sehr viele Menschen, die das noch tun, aber es gibt sie noch immer, das muss man auch sagen. Und die dürfen nicht vergessen werden. Ich schätze sie auf ca. 20%, schätze, aber das ist vage geschätzt. Und dazu muss man immer wieder sagen, Kohle, 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 Kohle. All das kostet Geld. All die Hilfsmaßnahmen, auch in der Ukraine, kosten unfassbar viel Geld. Das ganze Zeug, das dort zerbombt wird, das ist alles Meier. Nichts zu essen, nichts zu trinken, nichts anzuziehen. Keine Windeln, keine Kosmetik, keine Hygieneprodukte für die Damen. Nichts, gar nichts. Und nicht wahllos Zeug kaufen und es dorthin bringen, sondern denen die Kohle geben, weil die wissen am besten, was man damit machen kann. Ich kann nur wiederholen, Kohle, Kohle, Kohle. Sorry. Das kann ich voll und ganz unterstützen. Und dabei darf man sich auch beliebig aussuchen, wem man das gibt. Richtig. Hilfsorganisationen, ja, die klassischen, wie Deutsches Rotes Kreuz oder so, ganz vorne mit dabei, auf jeden Fall. Aber genauso beispielsweise diese speziellen Gruppierungen, ja, Ärzte ohne Grenzen, Reporter ohne Grenzen, Kados, die kennt vielleicht in dieser Community noch halbwegs jeder, aber Carlos ist beispielsweise auch, das sind eigentlich, ja, salopp gesagt, Schreinerhandwerker, die eine medizinische verletzte Menschen rausholen, aufgebaut. Die brauchen natürlich auch Kohle, um sich einfach mal Material zu kaufen oder dahin zu zimmern. Und im Zweifelsfalle, wenn ihr Leute kennt, die irgendwie in der Ukraine leben oder ukrainische Verwandte, die haben, ja, dann schickt denen das Geld im Zweifelsfalle. Sprecht die an, fast jeder von denen kann sofort sagen, wo am sinnvollsten Geld investiert wird, haben selber ein Spendenkonto oder so. Ich habe letztens noch mit einem Besitzer einer Programmierfirma gesprochen, der hat gesagt, der ist halt aus Ukraine und der hatte selber dann ein Spendenkonto organisiert und aufgesetzt, weil fast die ganze Firma natürlich einen sehr engen Draht hat und die haben auch Programmierer in Ukraine und er sagte, wir haben erstmal dafür gesorgt, wir haben gesagt, ey, wir spenden unsere Gehälter und alles, ihr kümmert euch erstmal um eure Familien und sichert euch ab, ihr rettet erstmal euer Leben. Wen interessiert gerade der Programmiertext? Nee, ne? Und die haben dann wirklich Spendenkonten selber aufgesetzt und bringen persönlich auch das Geld dann in dieses Gebiet. Also jeder ist da mittendrin statt nur dabei und wendet euch an diese Leute und klärt mit denen, wo es hin soll, wenn ihr einen persönlichen Bezug haben wollt. Wenn ihr keinen persönlichen Bezug braucht, spendet es an diese ganzen Hilfsorganisationen. Die wissen, wann welches Hilfsgut wirklich wo gebraucht wird und da gehen wirklich Tonnen hin. Es gibt so oft dieses Vorteil, ja, wenn die es dann an so eine große Hilfsorganisation spenden, die stecken sich dann auch alles in den Hals. Ja, natürlich brauchen die Logistik kümmern, Friedenszeiten alles aufrechthalten, sonst was. Aber die bringen halt echt Tonnen darüber. Und diese Tonnen gehen nur durch diese Spenden. Danke. Wir haben jetzt noch etwa 5 Minuten. Ich wollte noch mal jedem die Chance geben, einen Schlusssatz oder ein Schlusswort zu geben. Ich fange mal bei André an. Okay, also als Schlusswort wollte ich mich nochmal entschuldigen für mein N-Wort. Ich weiß, es ist mir ausgerutscht, weil ich die Leute immer so theatralisch versuche darzustellen. In diesem Kontext hier ist das nicht so gut gewesen. Das ist das eine. Und das andere ist, was die Ukraine betrifft, ich kann immer nur wiederholen, es wird nicht von heute auf morgen sein. Es wird ein langer, blutiger Weg werden. Ja? Und ja, natürlich, auf die Dauer wird man den Herrn Putin loswerden können. Aber weder ich, noch Honk, noch Peter, noch wir hier werden das als Private schaffen. Das wird es nicht spielen. Aber was wir jetzt gerade besprochen haben, all das gehört dazu, ist wichtig. Und nicht lasst euch kirre machen. Und
weiß nicht, wäre ich jetzt gläubig, würde ich sagen, betet, aber das ist wahrscheinlich keinen Sinn. Versucht einfach, die Welt einen besseren Ort zu machen, indem ihr sinnlos nett seid mit irgendwelchen Leuten, die auf der Straße trefft, oder wenn ihr irgendwelche Leute Russisch sprechen hört, sie nicht gleich anfacken, sondern schauen, wo die herkommen, was sind die, vielleicht brauchen die was, vielleicht reden sie gar nicht Russisch, sondern Ukrainisch, man weiß es ja nicht und so. Also ein bisschen bewusster denken in diesem Kontext. Danke. Danke. Honkhase? Ich greife mal André auf. Wenn ich gläubig wäre, würde ich sagen, betet. Okay, nehmen wir es mal andersrum. Wenn ihr nicht betet, dann redet. Redet miteinander. Ja? Ich kann es nicht genug betonen. Kommunikation ist der Schlüssel zu allem. Ja? Ohne Kommunikation geht nichts. Und insofern geht zu den Leuten, redet mit ihnen. Hey, komm, wir machen jetzt mal gemeinsam hier eine Spendennummer. Wir hauen alle in den Topf und einer überweist es an eine Hilfsorganisation. Das hat eine Dynamik. Ich habe sowas schon ein paar Mal gemacht. Ne? Und dann geht man einfach, mach mal, red mit den Leuten, geh auf sie zu und sag so, ich mache jetzt einfach Dinge aus Gründen. Lass uns mal sammeln. Und zack, ist der Eimer voll und den kann man dann einfach mal bequem dahin überweisen und sagt, alle fühlen sich gut und jeder sagt, geile Aktion, hast du gut gemacht. Insofern, redet miteinander. Das muss auf der politischen Ebene passieren, auf der diplomatischen Ebene, das muss auf der, fand ich auch geil, Peter, auf der Conti-Vorstand redet mit FSB-Ebene, ja, auch die reden und machen Stress und auch wir müssen miteinander reden und uns austauschen. Wir müssen eigentlich jedem komplett ans Ohr texten, weil sich Snowflake installiert. Wir müssen unsere Familie besuchen und sagen, hey, ich mache heute mal freiwillig ein Rechner-Update und ich packe dir noch dieses Modul drauf, weil Aufklärung. Die freuen sich dann endlich mal wieder alle nach Hause kommen und die Rechner updaten, aber sie werden auch sagen, oh, guck mal, hat reflektiert über den Krieg nachgedacht und will was Gutes tun. Da kann ich ja nicht Nein sagen. Und das triggert bei den Leuten auch wieder, dass sie sagen, wir reden drüber und machen einfach gute Dinge. So, insofern kann ich nur sagen, reden miteinander über diese Situation, über die Dinge. Wir können sie nicht ungeschehen machen, wir werden sie auch nicht verhindern jetzt. Aber wenn wir darüber reden, bleibt es im Gespräch und es werden Lösungen gefunden. Und diese Lösungen sind genau das, was wir brauchen. Ja, ja, danke. Peters? Ja, und bitte vergesst nicht, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist nicht der einzige Krieg, in dem im Augenblick auf diesem Globus Menschen einfach hingemetzelt werden. Und oh ja. Wir haben sowas seit, na, ich würde mal sagen, mindestens knapp 30 Jahren hingenommen. War auch alles weit weg. Jetzt ist es in Europa. Wobei es gab auch in Europa, ich erinnere an Jugoslawien, schon Entwicklungen. Da haben wir dann auch einfach weggeschaut und irgendwann haben wir dann definiert, jetzt ist es aber wieder normal, ob schon da nichts normal war. Und vielleicht ist es ja ein Ansatzpunkt, dass wir diesen Krieg dann zum Anlass nehmen, um uns stärker darauf zu besinnen als Zivilgesellschaft. Wir müssen Kriege durch eine langfristige Politik verhindern und da brauchen wir hier auch in Deutschland Politikwechsel. Ist überhaupt keine Frage. Und das meine ich nicht parteipolitisch. Ja, danke. Danke an euch drei Panelisten. Aber es gibt noch ein paar anderen Menschen, denen ich danken möchte, nämlich den fleißigen Engel im Hintergrund. Das ist auch Translation, die hier passiert ist. Das sind die Menschen, die hier Technik machen, statt Studio Hamburg in diesem konkreten Fall. Und auch allen, die im Hintergrund geholfen haben. Und auch allen danke, die sich im Pad beteiligt haben und uns Anregungen für unsere Fragen gegeben haben. Wie schon erwähnt, gibt es jetzt keinen Breakout-Room. Und anschließend geht es jetzt weiter um 20.45 Uhr mit unserem Abendprogramm. Und das ist Peter Lars bastelt 3D. Herzlichen Dank.